Hallo, hallo, kennt ihr schon dieses Produkt? Das ist der Face Optimizer. Also das sind Cremeprodukte und ich zeige euch mal, wie man sie anwendet. Also oft sieht man ja so ein bisschen komisch aus im Gesicht und langweilig Foundation habe ich schon drauf. Also es geht los, ich erkläre euch diese Palette und ich zeige euch, wie ich damit arbeite. Ich nehme dafür auch diesen Make-up-Coat-Pinsel, der ist festgebunden, gerade und kurz. Den habe ich auch noch. Sie verkauft ein Set. Das ist sehr praktisch und ich liebe das für die ganze Kontur, auch für Highlighter und so weiter. Ich zeige euch mal, wie ich damit arbeite. Also, das ist Mainstream, ein Concealer. Da kommt er hin, in Augeninnenwinkel, oben auf die Nase und außen ziehe ich das schön weit nach oben. Jetzt nehme ich Hamsterbeckli. Also, Hamsterbeckli kennt ihr ja, ist der Schattenton. Ein cremiges Produkt, wie gesagt, es ist nicht abgepudert, es kommt direkt auf die Foundation. Und so mache ich meine Nase und auch ein bisschen die Hamsterbeckli weg. Das Wichtigste ist nachher das Verblenden. Ich zeige euch jetzt einfach erstmal nur, wie ich das genau mache und wo genau die Farbe hinkommt, damit ihr euch das merken könnt. Weil bei mir ist das schon so ein bisschen Routine und ich möchte es halt auch für Anfänger so zeigen, dass man das nachvollziehen kann und damit man sich ungefähr merken kann, wo das ganz genau hinkommt. Deswegen verblende ich erstmal nur da unten und das andere lasse ich jetzt erstmal so stehen und zeichne euch nur die Punkte an. Das ist Hamsterbeckli gewesen, das mache ich am Haaransatz, nur ganz kurz und darunter kommt dann Concealer. Jetzt kommt der Braunton und da ist halt das Schöne, der sieht aus wie ein Bronzer und da seht ihr schon, wie ich das immer so mache. Wie gesagt, verblenden tue ich gleich, nur dass ihr euch ungefähr die Punkte merken könnt. Und natürlich, der Bronzer kommt ja auch immer da oben so ein bisschen an Haaransatz und das lasse ich jetzt erstmal alles so stehen, auch so ein bisschen das Kinn noch und dann verblende ich das. Erstmal so, damit man sich merken kann, ach, da kommt der Ton hin, da kommt der Ton hin. Und da mache ich hier auch so ein bisschen Highlighter-Ersatz. Also so mache ich das immer. Das Wichtigste ist natürlich, wie man das jetzt verblendet, damit man auch so ein bisschen nachher Kontur sieht. Und das zeige ich euch jetzt. Ich nehme den Lidschattenpinsel Nummer 3 und verblende im Augeninnenwinkel. Kommt man immer ganz gut hin und außen tupfe ich erst und dann verteile ich das so ein bisschen. Das kann man auch natürlich mit dem Finger machen oder mit dem Make-up-Schwämmchen, auch das ist vom Make-up-Coach. Jetzt auf der Nase, man muss immer sehen, ich mache das immer so, dass ich erstmal die hellen Töne verblende und dann die dunklen. Wenn ich aber alleine arbeite, fange ich natürlich mit dem dunkelsten Ton an. Dann kommt der Bronzerton, also der schöne warme Ton. Und ganz zum Schluss arbeite ich dann mit dem hellen Ton. Das ist jetzt nur, um euch das zu zeigen, praktisch in der falschen Reihenfolge. Nur, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann, dass man das auch sich merken kann und dass das für Anfänger vielleicht dann auch so ein bisschen besser nachzuvollziehen ist. Zum Schluss, wenn ich alles verblendet habe, kommt das Zauberpuder rüber und dann noch ein bisschen Just Fresh. Und jetzt habe ich gleich noch ein paar Fotos für euch, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, der Unterschied. Und mit diesem Pinsel und mit der Palette habe ich gearbeitet und ich glaube, man kann ganz gut den Unterschied sehen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr das Produkt haben möchtet, Face Optimizer bei Make-up Coach. Tschüss!